Ja gut, er hat natürlich das Problem, dass unheimlich viel über ihn geschrieben wurde aufgrund dieser nach Möller die nächste Schwalbe, die Wellen geschlagen hat. Ich glaube, dass er gut daran tun würde, sich so ein bisschen anders zu äußern, so mal sagen, hör mal, das war Blödheit von mir. Die Fans sind gar nicht so schlimm, wie man das sich vorstellt, sondern die wollen noch ab und zu mal einen haben, einen Fußballer, der sagt, ich habe Blödsinn gemacht. Er ist auf dem Weg zum guten Spieler, er ist noch nicht der Spieler, der für Deutschland entscheidend sein kann, aber man muss abwarten, wie er sich weiterentwickelt. Also ich glaube schon, dass er es schaffen kann, aber wie gesagt, er muss durch dieses Tal der Presse und der Fans.